Kaschmir, wo liegt das wieder? Okay, mit Kaschmir würde ich einen weißen Frieden mal akzeptieren, aber das natürlich nicht. So, ich lagern wir zumindest mal hier. Dann bestellen wir mal ein paar Kunstwerke. Ja. Bevor wir hier in Indien irgendeinen Frieden machen können. Khorasan, weißer Frieden, das können wir auf jeden Fall annehmen. Und ihr solltet jetzt bitte endlich mal die Belagerung gewinnen. Gibt's ja nicht, wie lange man darauf warten muss hier. Kaschmir, weißer Frieden, können wir auch annehmen. Wir haben ziemlich genau gleich große Armeen, aber flottenmäßig sind wir unseren Gegnern extrem überlegen. Und bitte, bitte gewinnt jetzt endlich diese verdammte Belagerung, die kann ja nicht ein Jahrhundert dauern. Danke. So, annektieren würde mir 10 Ruf bringen, das kann ich mir natürlich nicht leisten. Also machen wir einen Vasallen aus ihnen. Die haben jede Menge Geld. Sehr schön. Habe ich jetzt hoffentlich trotzdem noch den technologischen Boost? Ja. Sehr schön. Und meine Verbündeten versuchen jetzt offensichtlich, hier noch irgendjemanden anzugreifen. Oh nein, sie blockieren hier nur. Aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie das Sinn machen sollte. Euch rufen wir mal zu den Waffen, euch machen wir mal zu einem Verbündeten. Und rufen wir euch dann auch zu den Waffen. Damit sollten wir es armeemäßig sogar sie übertreffen. Aber ich bin trotzdem eigentlich nicht daran interessiert, es hier irgendwo zu landen oder so. Natürlich wäre es verlockend, Bengal auch zu einem Vasallen zu machen, aber naja. Oh nein, oh nein. Die ist wieder mal beschädigt worden. Die Kolonie will irgendwie nicht fertig werden. Ja, sollen wir mit Delhi einfach weißen Frieden machen? Kann ich denn irgendwas von ihnen fordern? Nein. Dann nehmen wir den weißen Frieden einfach mal an. Und sind froh, dass wir wieder ein paar neue Vasallen haben und dass uns damit Indonesien noch mehr gehört, als es das bisher schon getan hat. Ja, und eigentlich hatte ich jetzt ja vor, ihnen hier Gebiete zu schenken. Aber ich darf ihnen natürlich nicht alle schenken. Ich muss mir hier ein Gebiet zumindest behalten für den Technologiebonus. Ja, auf jeden Fall. So, wäre Russland denn ein besserer Technologienachbar? 43, 40, 38, 40, 39.
47, 42, 37, 36. Ungefähr gleich gut weiterhin. So, ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen, der Bequemlichkeit zuliebe. Gut, dann behalten wir es auf jeden Fall eine Provinz neben Makassar, aber verkaufen ihnen die anderen oder tun wir das nicht? Ich glaube, wir tun es eigentlich nicht. Ist natürlich die Frage, ob diese Provinzen für uns eigentlich ein Vorteil sind oder ein Nachteil. Was ich mich auch noch frage ist, ob wir jetzt eigentlich irgendein Einkommen durch unsere Vasallen haben. Wie könnte man denn das sehen, ob wir Vasalleneinkommen haben? Ich weiß es nicht. Haben wir irgendwelche neuen Kriegsgründe vielleicht durch diesen Krieg erhalten? Nein, war klar. So, Stabilität darf ich weiterhin nicht verlieren, einfach um nicht technologisch noch weiter zurückzufallen, weil ich bin schon zurückgefallen genug. Ja, und ich würde sagen, im Jahr 1700 pausiere ich die heutige Aufnahme und nächstes Mal haben wir dann noch 92 Jahre vor uns, in denen wir auf jeden Fall das rechtliche Indonesien übernehmen werden. Production. Bauen wir wieder mal ein bisschen was, aber nicht zu viel. Und ich wage es jetzt wieder mal zu versuchen, mehrere Provinzen auf einmal zu kolonialisieren. Alle erfolgreich, sehr schön. So, und jetzt schenke ich sie direkt an euch. Geht das? D-Mark. Sehr gut. Dann Priangan. Sunda. Sunda, sehr schön. Dann Banten. So. Sumbawa. Sumbawa. Okay, das wollen sie nicht, weil es nicht direkt mit ihrem eigentlichen Gebiet verbunden ist, nehme ich jetzt mal an. Irgendjemand hat Savoy übernommen. Interessant. Neapel. Russland wächst eigentlich nicht mehr weiter. Oh, das ist Wasteland, okay. Versuchen wir es wieder mal hier.
insgesamt bisher das friedlichste Let's Play, glaube ich eigentlich. Wir haben nur einen Krieg wirklich selbst gekämpft. Also ich meine mal, jetzt abgesehen von der Anfangsphase, in der wir eben Japan vereint haben, die war nicht so friedlich. Aber seitdem verläuft alles relativ friedlich. 18, 18, 18. Damit sie keine Abnutzung erleiden. Ja, und so vergrößern wir und verbessern wir unser Einflussgebiet in der Welt. Und verdienen uns währenddessen stinkreich durch das, dass wir eine sehr kleine Armee und Flotte eigentlich haben. Unserem Limit entsprechend, ja. Also ganz am Schluss können wir dann vielleicht irgendwas Großes noch anfangen, mit dem, dass wir extrem viel Geld haben werden und auch eine extrem große Flotte und Armee aufbauen können. Wir haben immer noch ein jährliches schönes Plus. So. Wenn irgendwas beschädigt wird, werden wir es einfach wieder versuchen. Und währenddessen könnten wir wieder mal die Kulturtradition ein bisschen erhöhen. Kolonialkarte sieht ja auch ganz nett aus. So, Sulu wurde beschädigt. Die Provinzen hier sind sehr widerspenstig. Die wollen nicht gerne kolonialisiert werden. So, jetzt haben wir auch eine Kernprovinz am Festland inzwischen. Ich glaube, das war gerade irgendein Nachteil, den wir erhalten, weil wir uns so unstabil ausbreiten. Dann wieder mal ein paar Kunstwerke. Das schafft die Armee, sehr schön. Ja, und jetzt gehören uns alle diese Provinzen hier unten mal fürs Erste. Oder? Das hier können wir nicht nehmen. Oh, Machu Picchu hat eine Provinz wieder verloren, die werden wir dann gleich wieder geben. So. Sunda hier. Sehr schön. Ja, unser Kolonialreich wächst. Zwar nicht ins Unermessliche, aber es wird stärker. Dass ich immer irgendwo eine Revolution machen müssen, wo ich keine Armeen in der Nähe habe. Naja.
Gut, dann fahrt ihr mal noch dorthin. Oh, und ich wollte ja eigentlich Anfang 1700 Schluss machen. Ist mir ja jetzt nicht so ganz gelungen. Gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt Schluss für heute. Ich hoffe, ich habe euch heute nicht zu sehr gelangweilt, da es zugegebenermaßen nicht allzu viel Spannendes gab, aber vielleicht ist es ja auch spannend, einer friedlichen Expansion zuzusehen. Ich weiß es nicht. Schreibt mir, ob es euch gefallen hat. Und wenn ihr als nächstes Display wieder Europa Universalis 3 sehen wollt, dann könnt ihr das, also eurer Stimme, auch kundtun. Das sagt man auf keinen Fall so. Ganz egal. Auf jeden Fall in der Beschreibung dieses Videos findet ihr einen Link zu einem Video, wo ihr abstimmen könnt, was ich als nächstes Let's Playen soll. Und wenn es wieder Europa Universalis 3 wird, werde ich vermutlich mit irgendeiner anderen Modifikation spielen. Aber naja. Also bitte abstimmen, bitte mir schreiben, ob es euch gefällt, wie es ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal ein bisschen die Kartenmodi durch. Politische Karte kennen wir ja inzwischen. Religiöse hat sich auch nicht viel verändert natürlich. Imperiale, ja, ist für uns nicht sehr wichtig. Diplomatisches sieht nett aus. Indonesien gehört so gut wie uns, das ganze Gebiet hier. Regionen, ja, auch sind Regionen. Tja, was soll man dazu sagen? Genauso langweilig, langweilig. Okay, hier sehen wir, könnten ein paar Piraten spawnen. Wie kann diese Provinz so extrem gut sein? Ich verstehe es nicht. Aber ich bin natürlich nicht unglücklich darüber. Und auch einige Provinzen hier unten scheinen gute Gewinne zu erzielen. Vielleicht soll ich sie gar nicht alle verschenken. Manpower haben sie natürlich nicht so viel, ist aber irgendwie auch logisch. Forts müssen wir irgendwann mal bauen. Ja, Stabilitätskosten sind Gott sei Dank in Kolonien immer sehr niedrig. Technologie, ja, wir sind immer noch hinten. Ja. Ist das noch irgendwas Wichtiges? Könnte noch immer alle japanischen Clans als Vasallen entlassen. Und außer meinen Vasallen ist Pskov die Nation, die mich am allermeisten gegenwärtig mag. Könnte sogar theoretisch eine Allianz herausspringen für mich, aber naja. So, was können wir jetzt sonst noch hier ansehen? Ich nehme an, es gibt viele Leute, die mich hassen. Ja, war klar. Irgendwie aber auch immer so, wenn ich spiele. Ja. Ich glaube, es wurde alles gesagt. Also, ich speichere nochmal und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und dann gibt es vielleicht hoffentlich auch wieder mal einen größeren Krieg gegen, naja, nicht unbedingt gleich China, aber irgendwas hier eben. Also freut euch darauf und tschüss.